Welche Pflichten hat der Frachtführer? Nun, zunächst mal hat er die Pflicht zum Transport. Das sollte mal klar sein. Scheuen Sie sich nicht, auch Banalitäten hinzuschreiben. Wenn Sie mal in die Lösungen schauen von so manchen Prüfungen, dann ist das eine Ansammlung von Banalitäten und die Leute sagen, ja, das hätte ich auch gewusst. Also, dann hat er die Pflicht zur Sorgfalt, also nicht nur Transport, sondern das Ganze sorgfältig abzuwickeln. Dann hat er die Pflicht auf fristgerechte Lieferung, die Pflicht zur fristgerechten Lieferung, wollte ich sagen. Und bei Problemen muss er Weisungen einholen. Weisungen des Absenders. Ja, also wenn irgendwas da los ist außerhalb der Routine, dann darf er nicht, außer ist natürlich Gefahr im Verzug, selbstständig da rumwursteln, sondern muss den Absender fragen, wie er nun zu verfahren hat, was zu tun ist. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.